Ja, also ich bin Vera Landwing. Ich spiele zweite Geige, mache die Stimmführung im Orchester Collegium Musicum Basel. Ich heiße Nebojša Bugarski. Ich bin auch seit einigen Jahren beim Collegium Musicum Basel. Ganz genau möchte ich das eigentlich nicht sagen, aber ich kann nur erwähnen, dass ich in der Ära von Albert E. Kaiser angefangen habe und seit einigen Jahren als Stimmführer der Celli tätig bin beim Collegium. Die Stimmführung im Orchester unterscheidet sich insofern von den anderen Mitspielen, als dass man einfach so ein bisschen mehr Verantwortung hat mit dem, was man tut. Man ist eigentlich wie im Fußball oder so, man ist eigentlich Mannschaftsführer. Und es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man nicht alleine spielt, sondern eben mit der gesamten Gruppe, aber eben die Gruppe führt. Tatsächlich ist es so und ja, es ist einfach auch noch die Sache mit den Strichen, die schon im Vorfeld eigentlich auch geschrieben werden sollten, damit es eigentlich klar ist, was der Mitspieler hinter dir auch macht. Und ganz klar, die Körpersprache, die ist auch sehr wichtig, weil wenn man einfach sich irgendwie falsch bewegt oder so, kann es sein, dass jemand hinter dir also einsetzt und zwar falsch. Das, deshalb muss man darauf auch sehr achten, was stimmt. Seit meines Studiums habe ich Gesang mehr oder weniger intensiv studiert und das ist jetzt einfach mein Hobby geblieben. Und ja, da hat es auch schon Momente gegeben im Collegium Musicum Basel, wo ich dann mal meine Stimme einsetzen durfte. Und das ist natürlich ganz besonders schön. Außerdem bin ich eine begnadete Läuferin. Ich mache seit kurzem auch Wettläufe, nehme an Wettläufen teil und ja, mein nächstes Ziel wäre dann ein Halbmarathon, vielleicht in Berlin oder so. Und das ist auch ganz, ganz abwechslungsreich zur Musik. Ich halte eigentlich Musik als mein Haupthobby und Beruf auch. Ich mache noch einige Solo- und Kammermusikkonzerte nebenbei und auch eine Unterrichtstätigkeit also als Cello-Lehrer an der Musikschule der Musikakademie Basel. Und nebenbei möchte ich gerne mit Saxophon anfangen. Das ist ganz intim und ganz neu. Und ja, Gartenarbeit, mit den Kindern auf dem Trampolin springen, Schach und ab und zu mit Freunden Fußball spielen.